Herzlich willkommen, liebe Orga-TV-Zuschauer. Ich darf Sie willkommen heißen zur heutigen letzten Sendung unseres Teams. Ich habe heute einen speziellen Gast zu begrüßen. Das ist Pike, unser Studiohund, der Ihnen jetzt einige Kunststücke vorführen wird mit seinem Herrchen, die auch gleichzeitig die Hochschulpolitik-Expertin ist. Wie wir sehen, kann Pike Sitz machen. Platz kann er auch. Ich hoffe, das war zu Hause nicht so laut. Und wie jeder gute Hund, der was kann, bekommt Pike auch noch seine Belohnung. Ja, die Julia hat doch einige versteckte Talente, wie man hier sieht. Pike wird mich jetzt hier in der Moderation mehr oder weniger unterstützen. Oder auch nicht. Ich mache einfach mal weiter im Text. Wenn Sie sich wundern, warum ich hier bin, auf vielfachen Wunsch unserer begeisterten Orga-TV-Zuschauer moderiere ich das Ganze heute nochmal und verabschiede Sie sozusagen in die Semesterferien. Wir haben heute zwei Beiträge voller Informationen mit Dr. Rolles und noch einmal Aktuelles zu Borussia Neunkirchen. Damit starten wir jetzt auch mit dem ersten Interviewteil von Dr. Rolles. Viel Spaß dabei. Die nächste Frage. Ständig wird in den Medien oder auch hier unter den Studenten über die Gelder, über die Kompensationsmittel diskutiert. Können Sie uns vielleicht erläutern, wieso überhaupt diese Sparsituation so vorhanden ist, wie sie es jetzt ist? Ja, sehr gerne. Das Thema ist sehr komplex und wir haben das auch versucht, in den Gremien im Senat, aber auch in den Personalversammlungen darzustellen. Es ist so, wir haben eine Einnahmensituation, die bis 2020 eigentlich weitestgehend klar ist. Ein Globalzuschuss des Saarlandes von in etwa 175 Millionen Euro als großen Sockel, auf den wir aufsetzen können. Darüber hinaus gibt es weitere Finanzierungsquellen, die von der öffentlichen Hand kommen. Das sind zum einen Hochschulpaktmittel für neu geschaffene Studienplätze, bezogen auf ein Basisjahr 2005. Da erwarten wir abnehmende Zahlen, eine Zahlenreihe, die uns auch von der Staatskanzlei, also unserem Wissenschaftsressort, auch so genannt wurde, die wir in die Finanzplanung einbezogen haben. Dieses Jahr noch in etwa 8 Millionen, dann rückläufig auf 2,8 Millionen im Jahr 2020. Wir erhalten Kompensationsmittel, die gedacht sind zur Kompensation von Studiengebühren, die nicht mehr existieren. Dort haben wir heute noch 5,25 Millionen Euro in 2015. Das geht dann in Viertelmillionen-Schritten runter auf dann 4 Millionen im Jahr 2020. Wir haben Anfang des Jahres eine Zusage bekommen über die BAföG-Ausgleichsmittel, dafür, dass der Bund sozusagen die BAföG-Förderung jetzt komplett übernommen hat. Saarland hat uns jetzt 4 Millionen Euro pro Jahr zugesagt, die wir auch bis 2020 dann Jahr für Jahr in unsere Finanzplanung einbeziehen können. Wir haben 5 Millionen Euro Overhead-Mittel, also Mittel, die aus Drittmittelprojekten stammen. Dort gibt es Overhead-Pauschalen, Programmpauschalen bei der DFG und wir haben hier einen Verteilschlüssel intern, der lautet in der Regel 50% zentral und 50% dezentral. Bei DFG sind 60% dezentral, 40% zentral. Und von diesem zentralen Anteil sollen wir 5 Millionen, was eine sehr große Herausforderung für uns darstellt, auch in die Finanzierung von Haushaltsausgaben mit einbeziehen. Wir haben noch ein paar weitere Einnahmen eingeplant, sodass wir summa summarum auf etwa 195 Millionen Euro Einnahmen kommen, was ungefähr auch unser heutiges Ausgabenniveau schon darstellt. Und wenn wir wissen, dass aufgrund von Tarifsteigerungen, Besoldungserhöhungen eben die Personalausgaben, wenn man nichts verändert, sozusagen nicht spart, Jahr für Jahr um 3 bis 4 Millionen ansteigen, weiß man, dass wir eben in 2020 auf einem Niveau von etwa 225 Millionen Euro Ausgaben angekommen wären. Und bei 195 Millionen Einnahmen klafft dort einfach eine gewaltige Lücke von, ich vereinfache das jetzt, etwa 30 Millionen Euro, die wir jetzt durch unser Sparprogramm im Grunde genommen schließen müssen. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen und weswegen
wir jetzt ein Sparprogramm und Konzept aufgelegt haben, das eben alle beteiligten Kräfte enorm fordern wird, leider Gottes. Jetzt ist es ja so, dass jeder Ansprüche an die Gelder, die vorhanden sind, anmeldet. Beispielsweise war vorgestern berichtet die Saarbrücker Zeitung, dass das Studentenwerk Ansprüche an den frei werdenden BAföG-Mittel anmeldet. Nun ist die Frage, wer bestimmt eigentlich über die Verteilung der Gelder und wer hat ein Mitspracherecht? Ja, was die BAföG-Mittel angeht, haben wir als Universitätsleitung Anfang des Jahres dort ein Konzept auch in Absprache mit dem Senat erstellt und auch an die Staatskanzlei gesendet. Und daraufhin hat man uns die Zusage gemacht, dass wir diese 4 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich einbeziehen können. Und diese Mittel sollen im Grunde genommen dienen, beispielsweise der Aktivitäten im Bereich von Internationalisierungsaktivitäten. Das ist ein sehr starkes Feld, was wir dort eben sehen. Auch der Kofinanzierung eines sogenannten Professorinnenprogramms und verschiedene andere Dinge mehr, sodass das jetzt konzeptionell vom Präsidium vorgelegt werden muss, wofür diese Gelder verwendet werden. Ich will nur darauf hinweisen, dass das keine in dem Sinne zusätzlichen Mittel sind für zusätzliche Aufgaben, sondern dass wir sie natürlich heranziehen müssen, um Ausgaben, die ohnehin schon da sind, zu finanzieren. Das ist bei allen anderen Finanzquellen wie Kompensationsmittel, Hochschulpaktmittel eben auch der Fall, dass wir sehen müssen, wie können wir diese Mittel intelligent einsetzen, um diese Haushaltslücke, die einfach Jahr für Jahr größer wird, dann auch zu schließen. Hallo, liebe Zuschauer, jetzt haben Sie ja gesehen den ersten Beitrag von Dr. Rolles und mir. Hochinteressant auch für mich. Nachher werden wir noch einen weiteren Beitrag mit zusätzlichen Informationen liefern. Jetzt mal kurze Info von Michel. Da jetzt gleich der Beitrag zu Borussia Neunkirchen kommt, das geht ja speziell Michel und ihre Borussia an. Am 31. Juli entscheidet sich, wie es weitergeht mit der Borussia. Und bis dahin heißt es Daumen drücken. Und was es da Aktuelles dazu gibt, das werden Sie im nächsten Beitrag sehen. Viel Spaß dabei. Es ist sehr in unserem Bemühen, transparent mit Informationen unsere Mitglieder auch zu informieren, wo der Verein steht, vor allem in dieser sehr, sehr schwierigen Zeit. Zu meiner Rechten sitzt unser mittlerweile allseits bekannter Insolvenzverwalter, der Marc Herbert, der sich in den letzten Tagen und Wochen intensiv für den Verein engagiert hat, eingesetzt hat. Wir haben einige Termine zusammen wahrgenommen, sind am Kämpfen, haben die Ärmel hochgekrempelt. Und ja, wie sich so die Quote gerade der letzten Tage verändert hat, von 20 zu 80, vielleicht zu einer neuen Quote, das kann er Ihnen gleich selbst sagen. Ich glaube, es gibt Licht und Schatten zu verkünden. Licht insofern, dass wir, glaube ich, schon sehr, sehr weit gekommen sind, aber vielleicht noch nicht so ganz 100% es geschafft haben. Sie wissen alle, die Käferaktion hat eine ganze Menge in die Kasse gespült. Auf der anderen Seite haben wir das Glück gehabt, dass für Ihren Rasen, für den Kunstrasenplatz, ein Zuschuss noch nicht abgerufen worden ist, der aber schon budgetiert war, mit anderen Worten, der abrufbar war und dann dieses Geld wird auch fließen. Das ist also ein wirklich erheblicher Betrag. Das heißt also, wir können jetzt schon sagen, wir haben eine wirklich nennenswerte Insolvenzmasse zur Verfügung und müssen jetzt in die Verhandlungen mit allen Gläubigern einsteigen. Wir werden das jetzt versuchen, bestmöglich zu lösen. Das heißt aber auch, dass wir, sagen wir mal, sicherer sein könnten, wenn wir es noch schaffen, in den verbleibenden 2-3 Wochen 30.000 bis 40.000 Euro einzusammeln. Und ich bin mir auch sehr sicher, wenn wir diese 30.000, 40.000 Euro noch einsammeln, dann würde ich mich heute so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, die Quote ist nicht mehr 20-80, sondern ist sie 80-20. Das heißt also, es gilt, den eingeschlagenen Weg weiter fortzusetzen, weiter zu kämpfen, diese verbleibenden Wochen jetzt zu nutzen. Sie sehen, dass der Vorstand sehr umtriebig war in der vergangenen Zeit und hier wirklich einen nennenswerten Betrag auf die Beine gestellt hat. Insolvenzrechtlich ist der Stichtag der 31.07. Bis dahin muss die Sache entschieden sein in die eine oder andere Richtung.
Sportlich betrachtet, wissen Sie ja alle, ist der 30.06. ein ganz entscheidender Tag, weil dann die Saison endet. Und das bedeutet, am 30.06., wenn das Insolvenzverfahren nicht eröffnet ist, was sicher so sein wird, sind Sie auch sicher nicht abgestiegen. Also das ist gewiss. Allerdings, wenn dann die Insolvenzeröffnung ein bisschen später kommt, also theoretisch dann am 1.08., hätte das zur Konsequenz, dass die Borussia in der nächsten Saison zwar Oberliga spielen würde, aber diese Punkte nicht gezählt würden. Das heißt also, die Zielsetzung muss sein, dass wir am 31.07. eben ohne Insolvenzeröffnung rauskommen. Das heißt also, dass der Vorstand guten Gewissens sagen kann, ich nehme den Insolvenzantrag zurück. Was er tun kann, außerhalb des eröffneten Verfahrens, also bis zur Eröffnung, kann er jederzeit zurücknehmen. Aber das kann man ihm natürlich nur empfehlen, wenn der Insolvenzgrund beseitigt ist. Diese Zahlungsunfähigkeit, die wird eben dadurch beseitigt, dass wir mit den Gläubigern diesen Vergleich machen. Es ist so, wenn Sie ihn früher beantragen, führt das dazu, dass er in einem gewissen Anteil gekürzt wird. Also für jedes Jahr, den Sie diesen Zuschuss beantragen vor 2018, wird der Zuschuss jährlich um 1.800 € gekürzt. Deshalb kann man im Grunde nicht sagen, es war jetzt gut oder schlecht. Für uns war es jetzt gut, dass er noch nicht beantragt wurde. Dadurch, dass wir ihn jetzt beantragen, wird es eben rund 4.500 € weniger sein, als wenn man bis 2018 gewartet hat. Viele von Ihnen haben in der Vergangenheit, in den vergangenen Tagen, in Eigenarbeit etwas hier am Stadion geschafft. Und solche Leistungen sind auch zuschussfähig. Und deshalb ist es durchaus realistisch und auch berechtigt und keine Ungleichbehandlung zu anderen Vereinen, wenn man sagt, diese Eigenleistung, die andere Vereine auch als Zuschuss bekommen haben, die kriegt auch die Borussia. Und da reden wir dann über einen Betrag von 20.000, 25.000 €. Und das könnte natürlich schon helfen. Das hängt ja entscheidend davon ab, dass sich die Beteiligten, also Stadt, KIW, Bank, also da sind ja mehrere Akteure im Spiel, dass die sich schnell verständigen und dann sagen, das machen wir jetzt. Ich meine, Sie müssen einfach mal sehen, eine Stadt wie Neunkirchen hat einen städtischen Etat von, sagen wir, rund 100 Millionen €. Sodass ich meine, ein Betrag in dieser Größenordnung sollte irgendwie, wenn alle sich jetzt mal einig sind und sagen, Mensch, der Verein, der hat jetzt wirklich viel gemacht, viel aus eigener Kraft geschafft, jetzt gerade noch das, was fehlt, oben drauflegen, zumal es ja nicht ein Zuschuss ist, der nicht mehr zurückkommt, sondern es wird ja über die Jahre zurückgeführt. Es gibt keine klare Aussage, wir machen das oder wir machen es nicht. Ich würde sagen, wir sind immer noch in dem Stadium, wir prüfen wohlwollend. Aber wichtig wäre, dass jetzt schnell geprüft wird. Das war leider schon der letzte Beitrag zur Borussia aus Neunkirchen. Wir haben aber noch nachher einen sehr interessanten Beitrag zu Dr. Rolles. Jetzt darf ich erstmal einen speziellen Gast hier bei uns im Studio willkommen heißen. Wir haben ihn Woche für Woche in unser Studio eingeladen, aber er wollte einfach nicht zu Michel ins Studio kommen. Als er hörte, dass ich heute moderiere, hat er sich vorgenommen, heute komme ich, hat sich selbst angetragen und hier ist er, Felix, hallo. Ja, danke, dass ich kommen durfte, freut mich sehr, dass ich hier jetzt zusammen mit dir nochmal hinter der Bühne stehen darf, wird bestimmt schön. Wie immer. Wie immer, ja. Ein bisschen zu der Person, Felix ist auch ein wichtiger Teil unseres Orga-TV-Teams, er ist für die Technik zuständig, also er hat auch die Nerven aus Draht, also wenn irgendwas schiefläuft, behält er die Nerven und regelt das, wenn alle anderen schon am Ausrasten sind. Jeder hatte hier seine Kernkompetenz, das haben wir ja letzte Woche schon mal angesprochen. Kannst du vielleicht auch mal nochmal erklären, was genau du jetzt das Semester über getan hast? Ja, das lässt sich schwer jetzt in 5 Minuten zusammenfassen, deswegen sage ich in 2-3 Wörtern. Ja, wir haben so ein bisschen die Technik kontrolliert, das heißt Videomischpult, Audiomischpult. Dann haben wir auch einen Stream, der immer startet, auf den die Leute jetzt gerade zugreifen. Ja, kann ich auch nur Werbung für machen fürs nächste Semester, wenn man Technik interessiert ist, also Spaß an verschiedenen Videoformaten, Audioformaten, Full-HD-Kameras hat, das findet man alles bei Orga-TV und kann sich dann ein Semester ja, intensiv damit beschäftigen. Also ich kann nur sagen, jedes Team braucht auf jeden Fall einen Felix. Ja, Sie hören die Jubelrufe im Hintergrund. Wir müssen uns da ja heute schon verabschieden, deshalb letzte Woche waren die beiden Mädels dran, heute wir. Wir sind natürlich auch nochmal beim Medientag vor Ort
und regeln da die Technik im Felix-Heim Fall oder den restlichen Ablauf in meinem Fall. Ja, du bist ja so der Top-Manager unter uns, ja. Ja, so ist das leider. Ich will den Felix auch nicht zu beanspruchen, da wir ihn gleich wieder hinten in der Technik brauchen. Wir gehen einfach schon zum nächsten Beitrag über. Das ist der Beitrag, den ich schon angesprochen habe von Dr. Wallace. Wieder mit vielen Zahlen, Fakten, aber auch vielen interessanten Informationen. Schauen Sie sich den einfach mal an. Viel Spaß dabei. Läuft die Stuba-Wahl. Die Studenten wünschen sich eigentlich ein größeres Mitspracherecht. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten für Studenten, sich hier zu engagieren? Ja, wir haben natürlich den Komplex Kompensationsmittel, über den immer sehr intensiv auch diskutiert wird und auch gerungen wird, sozusagen, wofür verwendet man diese Mittel, wie sind die Entscheidungswege vor der Mittelverausgabung. Ich glaube, das wird schon ein Bereich sein, in dem wir auch sehr intensiv uns abzustimmen haben mit den Studierenden, vielleicht auch noch besser, als das jetzt in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, weil das ja doch auch Anlass gegeben hat zu vielen Nachfragen und auch zur Kritik. Und selbstverständlich sind wir immer offen für Argumente von den Studierenden, weil letztlich gilt es jetzt nicht nur bei den Kompensationsmitteln, sondern bei allen Ausgaben, die wir haben, dafür zu sorgen, dass sozusagen die Bedingungen von Studium und Lehre erhalten bleiben. Genauso wie wir sicherstellen müssen, dass hier noch ein ordentlicher Forschungsbetrieb konkurrenzfähig betrieben werden kann oder aufrechterhalten bleiben kann, sodass wir, denke ich, über die Senatsarbeit, aber auch gerne über Abstimmungsrunden, die man vielleicht noch etwas präziser auch definieren kann, mit den Studierenden da gerne im Gespräch bleiben und wie ich finde, auch eigentlich in der Vergangenheit mit den Studierendenvertretern auch durchaus im Gespräch bereits gewesen sind. Können Sie unseren Zuschauern vielleicht einen Ausblick geben, wie es jetzt in der, also besonders kurz- und mittelfristig weitergeht? Ja, wir haben unsere Finanzplanung Mitte April in der jetzigen Fassung sozusagen vorgestellt, waren dann mit allen Fakultäten im Gespräch, hatten Ende April mit allen Dekanen Einzelgespräche. Die Fakultäten haben dann jetzt im Mai sozusagen, waren aufgefordert, ihre Finanzplanung vorzulegen, was die Fakultätsaktivitäten und Sparmöglichkeiten betrifft. Wir sind jetzt dabei, die Rückläufe zu sichten und zu konsolidieren. Das werden wir in den nächsten Tagen machen. Wir haben beispielsweise gerade diese Woche eine Klausursitzung des Präsidiums terminiert, um das in Ruhe auch mal tun zu können. Es fehlen auch leider Gottes noch einige wenige Rückmeldungen, die wir da auch noch natürlich gerne einarbeiten möchten. Und dann wollen wir in einer letzten Aktualisierungsschleife sozusagen diese Planung vollenden, um sie dann sozusagen auch in Gang zu bringen, weil natürlich viele jetzt auch von diesem Zustand, der schon allzu lange leider Gottes anhält, der Planung, der Gespräche, der Diskussionen auch genervt sind und auch ein Stück weit nochmal Sicherheit haben wollen, wie es weitergeht. Jetzt ist es ja so, Sie hatten eingangs von einem Rückbau gesprochen. Rückbau ist für mich persönlich jetzt erstmal eher negativ konnotiert. Gibt es für Sie durch diese Fakultätsanzahlreduzierung beziehungsweise durch diesen Rückbau eventuell einen Mehrwert für die Universität oder auch für die Studierenden? Wie verhält sich dieses Phänomen für Sie? Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn man das jetzt mal mit Reorganisationsprojekten vielleicht in der Privatwirtschaft vergleicht, haben wir natürlich hier einen ganz anderen Ansatz, als das bei einem Unternehmen der Fall wäre. Wir sind nicht in der Lage, die Universität so zu verändern, wie man das vielleicht als Unternehmen tun würde, indem man auf seine Produktbereiche schaut und sich ansieht, was ist am wettbewerbsfähigsten, was lässt sich fortführen, wo sind Innovationen. Insofern sehen wir diese Fakultätsneugliederung eigentlich auch als Impuls, hier durchaus neue Kooperationen am Campus auch in Gang zu bringen, beispielsweise zwischen den Wirtschaftswissenschaftlern und den Psychologen, was der Grund dafür war, dass wir die Abteilung Wirtschaftswissenschaften aus der Fakultät 1 dann in die Fakultät für empirische Humanwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft jetzt verlagern werden, weil wir schon denken, man sollte nicht nur sparen, sondern einfach auch neue Dinge versuchen anzustoßen, so schwierig das in den Zeiten knappen Geldes dann eben auch ist. Dann wären wir schon am Ende unseres heutigen Interviews angekommen. Da bedanke ich mich für Ihren Besuch und auch für Ihre ausführlichen Erläuterungen und wünsche Ihnen dann weiter viel Erfolg bei den Gesprächen und Verhandlungen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei unseren Zuschauern fürs heutige Einschalten und hoffe, Sie schalten auch beim nächsten Teil unserer Interviewreihe wieder ein, wenn es wieder heißt OrgaTV 1818 mittwochs. Bis dann. Dankeschön.
So, liebe Zuschauer, das war unser allerletzter Beitrag für dieses Semester. Ich hoffe trotzdem, wir konnten Sie erfolgreich durchs Semester begleiten und auch ich heute, dass ich Ihrem Wunsch nachgekommen bin und Sie durch die letzte Sendung begleitet habe. Pike ist nochmal im Studio und hilft mir bei der Abmoderation. Ich bedanke mich nochmal für Ihr Einschalten, Ihr zahlreiches und verweise nochmals auf den Medientag nächste Woche. Wie bitte? Bedanke mich nächste Woche, wie gesagt, der Medientag und auch Grüße an Michelle im Urlaub oder wo immer du bist. Also einfach nochmal einschalten im nächsten Semester mit dem nächsten Team. Dankeschön für Ihr Einschalten. Ciao, ciao.